Ich habe genug von ständiger Intimität. Sei geduldig. Du wolltest schon dein ganzes Leben lang Mutter werden. In der Tat hasste ich Kinder. Denn eine Geburt bedeutete, meinen jungen Körper zu opfern. Allerdings waren die Beziehungen mit Matt sehr bequem und ich log ihn an. Er verehrte mich, also nahm ich die Antibabypille bis... Es ist Schluss mit uns. In Ordnung. Ich will überhaupt gar keine Kinder. Aber wie willst du jemanden finden mit diesem Gesicht? Matt hat mein Haus verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Ich war empört. Wie kann er es wagen, mich zu verlassen? Das Beste, was ihm in seinem wertlosen Leben hätte passieren können. Ich dachte, er würde begreifen, wenn er verloren hatte, und zurückkommen. Aber dann verging ein Monat und er begann, andere Mädchen toll zu finden. Was tut er da nur? Bei so einer attraktiven Frau hat er doch gar keine Chance. Was? Sie hat tatsächlich zurückgeliked? Ich schrieb wütende Kommentare unter ihr Foto. Und als ich dann dieses unheimliche Paar im Restaurant sah, hat mich die Eifersucht ganz verschluckt. Und ich war überzeugt, dass ich Matt um jeden Preis zurückhaben wollte. Die Antibabypille hat nicht funktioniert. Clara! Was? Wenn du nicht lügst, werde ich die Unterhaltskosten zahlen. Aber ich habe jetzt eine neue Freundin. Wenn du nicht mit mir zusammen bist, werde ich das Baby loswerden. Ich kannte den Erfolgsdruck und bald kam Matt zu mir zurück. Er war nicht glücklich und seine Augen wurden schließlich ausdruckslos. Mit dieser Einstellung hätte er mich jeden Moment verlassen können. Und um ihn für ewig in meiner Nähe zu behalten, beschloss ich, wirklich schwanger zu werden. Clara, lass mich in Ruhe. Es könnte dem Baby schaden. Matts Widerwillen, mit mir zu schlafen, hielt mich nicht davon ab. Denn in meinem Kopf hatte ich sofort einen Plan herausgebildet. Ich beschloss, den ersten Kerl, den ich in der Bar sah, aufzureißen. Und dann schließlich von ihm schwanger zu werden. Und dann sein Baby als Matts Baby auszugeben. Lass uns zu dir gehen. In Ordnung, machen wir es dann ganz schnell. Aber ich wohne in der Wohnung meiner heiligen Schwester. Sie könnte jeden Moment zurückkommen. Wenn sie mich mit dir erwischt, bin ich obdachlos. Alles lief großartig. Und wir hatten sogar eine gute Zeit zusammen. Sobald wir uns voneinander losgerissen haben, brach seine Schwester rein. Du? Du? Ehe ich mich versah, machte sie ein Foto von mir, wie ich ihren Bruder umarmte. Und Sekunden später hatte Matt das Bild. Du verdienst ihn nicht! Er muss die Wahrheit erfahren! Ich fuhr nach Hause und hoffte, dass Matt die Nachricht noch nicht gesehen hatte. Aber er hatte schon eine Weile auf mich gewartet. Und er drückte mir in der Türschwelle einen Schwangerschaftstest in die Hand. Ich vertraue dir nicht mehr. Mach zuerst den Test. Völlig schockiert über das, was geschah, gehorchte ich. Hier, bitte sehr. Wie kannst du mir nicht vertrauen? Was gestern Abend geschah, war ein Fehler. Nein, der einzige Fehler war, dass ich dir geglaubt habe und zurückgekommen bin. Matt schlug die Tür hinter sich zu und ich blieb allein. Allerdings war ich nicht lange allein. Denn 2 Wochen später wurde mir übel. Ich machte einen Termin beim Arzt und meine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Ich war schwanger von dem Typen aus der Bar. Es ist unmöglich, den Partner an sich zu binden. Menschen sind kein Eigentum.